So, hallo Leute, hier sind wir wieder. Hier bin ich wieder, wollte ich sagen. Jo, bei Battlefield 3. Und diesmal spielen wir nicht Rush oder halt Multiplayer an sich, sondern wir spielen die Kampagne. Ich habe mir gedacht, das gibt's so in YouTube eigentlich noch nicht. Also, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das einfach mal auf. Wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, dann höre ich auch wieder auf. Ich habe nur gedacht, das mache ich jetzt halt mal. Also, dann geht's los. Ja, und wie die Waffensteuerung geht, das wissen wir ja schon. Ja, also ich habe ja schon davor Multiplayer gespielt und deswegen weiß ich nicht, ob die Steuerung geht, aber hier steht es nochmal drin für Leute, die es nicht wissen, oder ja. Und ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt die Kampagne nicht, so wie manche Leute es machen, soll ich das ja halt. So machen, wenn sie einmal sterben, fangen sie wieder ganz von vorne an oder brechen sie halt die Aufnahme ab. Oder wie auch immer. Ich habe mir gedacht, wenn ich ein paar Mal sterb, dann ist das jetzt nicht so schlimm. Und ich nehme einfach weiter auf, also ich stoppe nicht die Aufnahme. Ja. So, ja, jo. Okay. Also. Klar. What the fuck? Glaube, ich muss die Lautstärke ein bisschen höher stellen. So ist besser. Jetzt muss ich nur. Ach so. Hier geht's weiter. Weil ich habe davor schon versucht, eine Runde aufzunehmen. Und da war dann die Ding zu laut, zu leise, meine ich. Die Stimme von den Leuten. Also halt das Gespräch und so. Und deswegen stelle ich das jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Ja. Okay, Steuerung zum Ducken. AKS. Und ja, weiter geht's. Endlich wieder Bezug drin. Nicht schon, nicht gleich sterben. Wie wir sehen, hier gibt es an der Seite keine Lebensanzeige, also außer die blutigen Streifen dann am Bildschirmrand gibt es keine Lebensanzeige. So. Aber was mir hier auch auffällt, die Gegner, die sterben ziemlich leicht, also man braucht nur ein paar Schuss. Das ist der Marsch. Ja. Und wie es kommen musste, das war klar. Ja, ich glaube schon, dass ich allein bin. Und speichert. Aha, also das ist jetzt die Mission Operation Swordbreaker und da unten steht ja immer dran. Infos zum Game und so. 8 Stunden zuvor. Ist das besser? Jupp. Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht?
Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Ja, also wie es aussieht, haben wir irgendwas verbrochen. Und das wollen jetzt unsere lieben Verhörer wissen. Und ich glaube, wir spielen jetzt aus der Sicht von Marcello. Also, ja, es soll jetzt kein Deutschunterricht werden. Aber ich glaube, ein bisschen Zeit verschoben und so. Ja. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Geil, außen Truck direkt in Fight rein, oder? Anscheinend nicht. Oh, was ist denn jetzt schon los? Wir sind Sergeant Henry Blackburn. Geboren, oder nee, wann war das? 15. März 3000. Rennt. Geil. Also, wir sind hier jetzt im Irak, so wie ich es mitbekommen habe. Gentlemen, willkommen. Hallo. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, okay, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Ja. Wir sind mächtig zurück. Also, wir sind eine Eingreiftruppe, ist wahrscheinlich so wahrscheinlich, wir sind eine Sicherheitstruppe und wir müssen jetzt unsere Kollegen hier retten. Denke ich zumindest. Los. Aber geile Waffe. Und sprinten können wir endlich. Wir gehen hier gerade die Nackenhaare hoch. Geil. Okay, weiter geht's. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Okay. Ich wette, wir werden hier jetzt gleich angeschossen. Kommt, beeilt euch ein bisschen, Leute. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich sowas ähnliches in den Speedrun machen soll, aber...
zwei drüber. Black, du und Medkovic, nehmt die Tür rechts. Okay. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Aha, okay, und jetzt? Ah, ich hab gedacht, ich soll aufschließen. Ach so, aufschließen. Ja. Passiert. What the f... Yo, Sniper, wie ich sie liebe. Und was anscheinend ist schon einer von uns tot. Klasse. Fängt ja schon super an. Und ja. What the fuck? So. Da kommen sie! Schalte diesen Scheißkerl auf! Oh, what the f- Nicht sterben. Nicht. Mein Gott. Oh mein Gott. Achtung! Sie bewegen sich! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Okay, gut. Was soll ich jetzt machen? Alles cool. Leute. Faust auf 12 Uhr! Erster Stock! Bleib von den verkackten Autos weg! Achso, da. Ah, und man sieht hier auch nicht, so wie. Ah, schießen und reden ist so schwer. Man sieht hier auch nicht, wenn man Gegner anhittet, also dieses Zeichen halt, wenn man einen getroffen hat. Fucky. Ah, den habe ich und den auch. Perfekt. Die spielen anscheinend alle, also spielen, die haben anscheinend alle eine AK-47. Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich machen muss, aber. Okay, Panzerfeuerstöße sind ausgeschalten. Sniper ist noch da! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Schnell da rein, los, los! Und wieso schießen denn den Sniper nicht ab? Wir übernehmen. Okay. Hey, komm. Komm. Lauf schneller. Okay. Dann mal los. Seht um jede Ecke. Mach ich. Ich hoffe, Sheffield wird wieder. Er wird wieder. Alter, aber ich glaube, der Sniper, der schießt hier durch die. Ja. Yep. Augen offen halten. Das wäre schon schlau, wenn wir hier gleich den Sniper abschießen könnten. Warte! Scheiße. Scheiße! Mich jetzt fast erwischt. Okay, los geht's. Ja, das war's auch mit dem. Komm. Leute. Beeilt euch! Wie langsam ich das regt mich immer auf. Komm. Okay. Ja. Also so schlecht finde ich die Story jetzt auch wieder nicht, wie sie immer sagen. Also das heißt ja, die Story von Battlefield 3 ist richtig scheiße, aber ich finde die jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Deckung zur anderen. Wir locken okay. Ihn raus. Und los. Okay, unterwegs. Und los. Scheiße. Oh, Junge. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden?
Okay, das ist ja ein super Plan. Warte, bis wir in Position Klasse. Sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Ja, los, lauf, dann kann ich auch. Gott. Rede mit mir, siehst du was? Alles klar. Okay, dann scheint es bei uns draußen schon wieder ein Gewitter. Das ist in letzter Zeit. Die ganze Zeit ein Gewitter und so. Deswegen muss ich wahrscheinlich jetzt gleich wieder aufhören mit aufnehmen. Aber die nächste Folge kommt ja bald wieder, also. Ich hab. Oh, ja, was soll ich denn machen, Leute? Ich habe nämlich keinen Bock, dass mein Router oder mein PC am Arsch geht, so wie bei Domi. Telekom for Life halt. Ja, und wo ist jetzt? Ah. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe ja, ich weiß. Erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung. Ach Gott. Ja, okay, dann ist das jetzt mal ein guter Punkt, um die Runde zu beenden. Also, dann geht ich kann echt nicht mehr reden, dann geht's nächste Runde weiter, oh mein Gott, ich kann nicht reden. Erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten! Ich habe heute echt schon zu lang gezockt. Also, sorry Leute, dass ich so durcheinander bin, aber ich habe vorher versucht mit Nikolai Folgen aufzunehmen, hat nicht geklappt. Keine Ahnung, schlechte Kette ja, wie das davor halt auch. Ja. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. 3, 2, 1, Feuer frei! Komm. Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Klasse. Yay. Ja, das ist ein guter Punkt, um hier wieder eine Runde zu beenden. Ja, macht's gut und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.